Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Quake. Beben im Sinne von Erdbeben. Entwickelt wurde das Ganze von ID Software, die unter anderem auch für Wolfenstein und Doom bekannt sind. Und ID Software wurde von ZeniMax Media akquiriert und zu ZeniMax Media gehört unter anderem eben auch Bethesda. Und das Ganze wurde 1996 veröffentlicht und wir spielen das Ganze einfach mal an. Wir können hier die Schwierigkeit auswählen. Die Herren hier, die hängen einfach mal an der Wand. Okay, hier hätten wir schwer, normal und leicht. Wir versuchen es einfach mal auf normal. Ich spiele das Ganze übrigens blind und gebe natürlich mein Bestes. Gut, wir müssen hier starten. This is the first episode, Dimension of the Doomed. Die Dimension der Verdammten. The mystical past comes alive. Die mystische Vergangenheit erwacht zum Leben. Oder wird lebendig. Das hier wäre dann wahrscheinlich Episode 2, nehme ich an. This is the second episode, genau. Also hier gibt es anscheinend, wenn ich das richtig sehe, 4 Episoden. Das musste dann die, genau, das ist die 4. Und das hier drüben ist die 3. Wir spielen einfach mal die allererste Episode an. Und zwar starten wir hier. Na schön, es ist relativ ruhig. Wir können auch etwas springen und haben übrigens auch noch eine Axt dabei, nehme ich an. Und eine Schrotflinte. Okay, wir können hier rüberspringen. Das hier ist Munition und das hier eine Rüstung. Na schön. Und hier treffen wir schon unseren ersten Gegner, der uns direkt getroffen hat. Na schön. Okay, das nehmen wir mit. Fünf Shells haben wir gefunden. Einmal hier. Achso, okay, aktivieren. Wir nehmen natürlich den Aufzug. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber ich gebe mal wieder mein Bestes. Oh. Okay, den hätten wir. Noch nicht ganz. Okay, 3 Schüsse hat er überlebt. Und der arme Hund 2. Okay, das nehmen wir natürlich mit. Und hier ist Heilung. Wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, wer mich hier anschnauzt. Ach ja. Okay, den hätten wir. Komm schon, Hund. Braver Hund. Uah. Okay. Es tut mir etwas leid, ehrlich gesagt. Diese ganzen netten Leute hier, die wir einfach abschießen. Die sind bestimmt total nett. Ich bin total unwirsch und tauche hier einfach auf und schieße sie alle ab. Ich flaniere hier einfach umher und schieße Leute ab. Ich bin echt ein guter Mensch. Okay, noch mehr Munition. Ich weiß nicht, ob wir hier... Also hoch genug springen kann ich nicht. Kommen wir auf eine andere Art und Weise nach oben? Hier wäre noch Leben, das ich nicht gebrauchen kann. Egal, wir gehen mal weiter. Okay, hier können wir auch nichts machen. Ach, hier wäre auch noch Leben. Okay, wir gehen mal weiter. Und verlieren keine Zeit. Ah, au. Hier können wir nach oben. Nein! Braver Hund. Okay, wir haben noch 89 Rüstung und 88 von unserem Leben, wenn ich das richtig interpretiere. Aha. Warum ist es hier so dunkel? Eine Tür. Aua, hat sich geöffnet. Okay, das scheint ganz nett zu sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie diese ganzen Waffen hier heißen. Wie gesagt, ich spiele das Ganze zum ersten Mal. Aber es ist auch ein Shooter-Klassiker. Das muss man dazu auch mal erwähnt haben. Eben ähnlich wie Doom. Was ja auch von den gleichen Entwicklern ist. Okay. Das scheint nicht mal schlecht gewesen zu sein. Okay. Also für einen Anfänger zumindest. Schön, dass hier noch die ganzen Leichen rumliegen. Okay, wir haben etwas unser Leben aufgeladen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich hier rankommen soll. Schade. Wir stolzieren mal weit. Ich sollte da wahrscheinlich nicht runterfallen. Können das hier aktivieren? Aha. Sieh mal einer an. Okay. Gut, wir sammeln das hier mal ein. Und gehen... Ach, okay, das ist auch eine Schnellfeuerwaffe. Da ist noch einer. Okay, den hätten wir. Ich höre noch mehr. Ich sehe nicht sehr viel. Okay, hier können wir aber auch aktivieren. Okay, noch 2 sollen wir aktivieren. Noch eines. Hier haben wir noch etwas Leben, das ich jetzt noch nicht gebrauchen kann. Ich umgehe das. Ja, ich wollte das eigentlich umgehen, aber okay. Na toll. Okay, ich muss sagen, das war vielleicht etwas gefährlich.
in dieser prekären Situation, aber wir haben es überlebt. Okay, die Waffe ist leer, aber wir haben ja noch unsere Schrotflinte. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, das hätten wir geschafft. Okay, Ausgang. Ja, das hätten wir doch eigentlich relativ souverän gemeistert. Okay, jetzt habe ich wieder 100 Leben. Munition. Ah, okay. Walk into the slide gate. Okay. Gut, wir haben es abgeschlossen. Das Slipgate-Komplex. Ah, Episode 1, Mission 1 wahrscheinlich. 23 von 23. Wir haben keine Secrets gefunden, keine Geheimnisse. Wahrscheinlich irgendwelche geheimen Kammern oder Waffen. In 4 Minuten. Okay. Lande ich jetzt direkt in der zweiten Mission? Ich nehme mal an. Okay. Schieß die hier mal ab. Der hat eine Kettensäge. Hat er eine Granate geworfen? Okay, der hat einiges ausgehalten. Das muss ich ihm lassen. Okay. Nette Waffe. Ich könnte auch mal meine Axt einsetzen. Ich weiß auch nicht, was da draußen los ist. Ich will es vielleicht nicht unbedingt wissen. Ich nehme mal an, wir sind jetzt direkt in der zweiten Mission gelandet, der ersten Episode. Tja, Leute, und wie gesagt, ein wahrer Klassiker. Aus den 90ern noch. Okay, die Kollegen hier mit der Kettensäge, die scheinen einiges auszuhalten. Der hat ein, TNT geworfen. Aua. Verdammt. Ja, der hat auch gesessen. Ist der weg? Nein. Jetzt. Gut, wir erhalten glücklicherweise gleich Leben. Ich höre noch jemanden. Ich weiß nicht, wo wir hier gelandet sind, beim besten Willen. Okay, den hätten wir. Da drüben. Wie komme ich denn hier hin? Kann ich da rüberspringen? Das könnte sogar sein. Aber das wäre auch riskant. Okay. Wir haben wieder Leben erhalten. Ah, Double. Okay. Sollte mal zur Seite gehen. Okay, das hat sogar erstaunlich gut funktioniert. Das sieht gefährlich aus. Er hat uns aber etwas Leben abgezogen. Okay, ich glaube, wir könnten da nach drüben springen, aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren will. Okay, den hätten wir. Dich auch, Freundchen. Zwei Schüsse. Okay. Hoho, okay. Das war schön. Okay, etwas Leben. Und hier kommen wir nicht durch, weil wir drei Schlüssel brauchen. Silver Key, einen silbernen Schlüssel. Den hätten wir, den hätten wir, den hätten wir. Ich meine, das hier sind ja noch die Anfangslevel. Also noch nicht allzu schwer, aber das Ganze wird sicherlich noch fordernd. Das kann ich mir gut vorstellen. This door, okay, die müssen wir an einem anderen Ort öffnen. Okay, 100 Leben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie wir diese Tür öffnen können oder diese hier. Also wir brauchen hier anscheinend einen silbernen Schlüssel. Und an der anderen Örtlichkeit brauchen wir, naja, die andere Tür können wir eben noch nicht öffnen. Also müssen wir wahrscheinlich hier entlang gehen. Ich lasse das mal mit dem Springen hier. Also, naja, etwas springen können wir ja immerhin. Munition, okay, die kann ich nicht mitnehmen. Ich bin noch voll. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Leben wir durch diese Stacheln hier verlieren. Ah. Na toll. Das hat ja direkt gesessen. 81 haben wir noch. An Leben. Lebenspunkte. Oh, das war relativ schön. Direkt beide erwischt. Was ist das hier? Ein ominöses Zeichen. Da hätten wir eine Rüstung. Kommen wir aber ohne weiteres auch nicht hin. Ich möchte hier nichts riskieren. Oh, oh. Okay, die scheinen etwas besser ausgerüstet zu sein. Hohoho. Okay. Das war's mit denen. Hallo, Kollege. Okay. Das hätten wir. Leben brauchen wir nicht. Wir sind ja noch voll. Irgendwelche satanistischen Zeichen. Nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Diese Tür können wir von hier aus nicht öffnen.
Natürlich, wir haben noch volles Leben. Einen silbernen Schlüssel. Natürlich. Und die Tür öffnet sich. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier mal einen Speicherpunkt ansetzen sollte. Ich weiß auch nicht, wie ich speichere, ehrlich gesagt. Also, ich meine, wir leben ja noch. Von dem her. Moment, die haben wir schon getötet. Ah, okay. Silberner Schlüssel. Oh, nee. Komm schon, Kollege. Lass mich in Ruhe. Wo haben wir ihn denn? Kettensägen-Typ. Ich geh mal zur Seite. Ah, ich sollte mal zielen. Ja. Wirklich hinterhältig. Diese perfiden Gegner. Ach, da ist noch einer. Okay, ich geh mal zur Seite. Ganz behende an ihm vorbei. Ja, ja, so viel dazu. Das war nicht sehr behende an ihm vorbei. Hat er sich jetzt selbst hochgejagt? Das kann sein. Okay, ich bin immerhin wieder voll. Aber meine Rüstung sieht nicht allzu gut aus. Ich sag doch, das sind irgendwelche... Oh Gott, satanistischen Zeichen. Was geht denn hier ab, Kollege? Also, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, er ist tot. Okay, also... Ja, das war ja sehr nervenaufreibend. Der war hier eingefangen anscheinend. Warum habe ich den denn freigelassen? Na, ich weiß ja nicht. So, 100 Leben. Da haben wir noch einen... Sieht wie eine Art Ritter aus. Das war sehr gefährlich. Okay, die beiden haben wir. Habe ich hier noch etwas Leben? Ich habe hier noch Munition und etwas... Leben hier unten. Das sollte passen. Ich habe leider keine Rüstung mehr. Okay. Gut. Schloss der Verdammten. Genau, Episode 1, Mission 2. Wir haben alle Gegner getötet. Wir haben keine Geheimnisse, keine Extras gefunden. In 6 Minuten. Okay. Wir machen mal direkt weiter. Also, wie gesagt, das macht ja Spaß. Und... Also, ich spiele das Ganze ja blind. Ich habe es noch nie gespielt, aber soweit. Hohoho. Okay. Ich sehe schon. Hier kann man seinen Spaß haben. Okay, ich sollte hier etwas aufpassen. Das war gefährlich. Okay. Moment, haben wir den einen? Ich glaube ja. Immer schön abwarten. Ich wechsle mal wieder auf eine Fernkampfwaffe. Ja. Den haben wir noch nicht. Der wirft die ganze Zeit Dynamit auf uns. TNT. Vermaledeit nochmal. Stirb, du Unwesen. Aus einer anderen Dimension. Wo auch immer wir hier überhaupt sind. Okay. Ja, wir haben ihn. Gut, ich meine mit der... Huch, mit meiner Flinte hier mache ich wahrscheinlich aus der Nähe mehr Schaden als aus der Entfernung, verständlicherweise. Komme ich hier durch? Da ist eine Rüstung, ich würde da gerne rein. Wir müssen anscheinend einen anderen Weg nehmen. Also ganz ehrlich, die Gegner finde ich störender wegen ihrem Dynamit und weniger wegen ihrer Kettensäge. Okay, den haben wir. Da komme ich noch nicht lang. Ich kann aber auch noch hier entlang gehen. Aha. Ah ja. Mhm. Eine... Toll. Nein! Wie komme ich hier raus? Hilfe! Es ist eine Falle! Eine Falle! Au. The Necropolis. Na schön. Kann ich das hier nochmal direkt starten? Ja. Okay, wir dürfen sogar am Levelanfang starten. Das gefällt mir. Ehrlich gesagt. Meine Spiele aus den 90ern, die sind immer etwas perfide, weil man weiß ehrlich gesagt nie, ob die speichern oder wo man landet oder wie oder was. Da muss man immer etwas aufpassen. Das war sehr präzise, mein Freund. Au. Ich nehme mal, Moment, die hier. Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Gut. Ich gehe mal etwas näher an ihn ran. Ich habe nicht mehr sehr viel... Oh Gott. Leben. So viel dazu.
Also diese Waffe sollte ich mir nicht holen, weil das hier eine Falle ist. Okay. Es steht nicht gut um unser Leben, Freunde. Au. Okay, den hätten wir auch. Hier ist noch eine Flinte. Hier ist Munition, aber ich brauche Leben. Hat er auch Dynamit geworfen? Ich bin mir nicht sicher. Ich flaniere mal hier entlang. Ist er jetzt tot? Das will ich mal hoffen für ihn. Okay. Es steht immer noch nicht sehr gut um unser Leben. Ah, okay. Ach so. Frage mich ja, wie man dieser Falle hier entrinnen kann. Also, ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen wieder hier entlang. Ich habe zumindest eine Rüstung. Ja, einmal hier. Leben! Nein, Leben! Leben! Ich will noch... Ah, ja. Yay, ich werde sogar noch nach oben gelassen. Okay, nach unten bitte. Ich will... Ja, okay. So viel dazu. Könnt ihr mal aufhören zu stöhnen, oder... Erwachen die eigentlich immer wieder zum Leben? Oder muss ich die wirklich mit dieser Waffe... Nee, mit dieser? Dieser hier. Hochsprengen. Eine sehr explosive Angelegenheit. Sehr brisant. Freundchen. Ich glaube, jetzt sind sie wirklich verdammt. Kann ich hier... Das sieht echt ekelhaft aus. Wollte ich mal angemerkt haben. Ein goldener Schlüssel. Ein güldener Schlüssel. Das sieht sehr gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe mal, Freunde. Wo muss ich denn lang? Sind wir nicht von hier gekommen? Ja, die haben wir getötet. Gab es hier irgendwo noch eine Tür, die wir nur mit einem goldenen Schlüssel öffnen können? Hier unten war ich schon. Der schläft da. Hey, da ist ja noch einer. Au. Okay, den haben wir. Ach, jetzt auch noch Leben. Sehr schön. Also lebenstechnisch sieht das soweit eigentlich ganz gut aus. Okay. Das hier ist die Eingangstür wahrscheinlich. Okay. Hier muss ich nicht unbedingt lang gehen. Wir gehen einmal hier nach unten. Muss ich hier runterspringen? Das war nicht ganz geplant. Gibt es hier noch eine Tür irgendwo? Ich habe einen goldenen Schlüssel, den sehe ich auch unten. Na toll. Ihr seid nicht sehr hilfreich, Kollegen. Hoch, achso. Ja, komm, ich schieße die mal ab. Ich glaube, die müssen wir wirklich hochsprengen, sonst werden die immer wieder zum Leben erwachen. Oh Gott. Bleibt mir fern. Okay, ich fahre wieder nach oben. Hat Spaß gemacht, Leute. Moment, wenn ich jetzt nochmal hier nach unten gehe. Ach, der lebt auch noch. Ach. Ja, die scheinen immer wieder zum Leben zu erwachen. Okay. Ja. Ich könnte nochmal hier reingehen, aber ich wüsste nicht, was mir das bringen soll. Ja, dann wird das hier wieder geöffnet. Na toll. Geh auf! Hilfe! Mayday! Okay. 47 Gegner gibt es hier. Toll. Ja. Okay, die können wir zumindest hier töten. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Schlüssel hätte einsetzen sollen. Entschuldigt, da bin ich etwas fraglos. Haben wir den? Ja. Sollte vielleicht etwas besser aufpassen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist sehr dunkel. Okay. Nein! Das war knapp. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Haben wir den? Ja.
Den hier auch. So, das werfe ich da schon mal präventiv rein. Präventiver Schutz, Leute. Immer daran denken. Immer wichtig in allen Lebenslagen. Okay, den nehmen wir auch mit. Hier wäre noch Leben. Moment, das schnappe ich mir schnell. Und hier ist noch eine Rüstung, genau deswegen. Okay. Ich kann mir jetzt nochmal den güldenen Schlüssel holen. Moment, das noch Leben. So. Aber ich weiß leider nicht, wo wir den einsetzen sollen. Okay, die hätten wir. Moment, der eine liegt da noch. Komm schon. Jawohl. Sehr schön. Okay, 100 Leben, 100 Rüstung. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Hier wäre... Hier ist der Schlüssel. Tauchen die Gegner eigentlich erst auf, wenn ich mir den Schlüssel hole? Na toll. Ja, anscheinend schon. Huch. Okay. Vielleicht muss ich hier nochmal tauchen. Das kann auch sein. Wir töten die erstmal. Immer schön eliminieren. Was ist das denn? I. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der noch lebt. Okay, Schnellfeuerwaffe ist schön und gut, aber diese komischen Zombies hier werde ich wahrscheinlich nicht los. Ich habe noch 4 Schüsse. Es ist ruhig. Oh, zu ruhig. Das war nicht mein Plan. Okay, ich habe einen goldenen Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich den einsetzen kann. Beziehungsweise, wie ich hier weiterkomme. Moment mal. Ah. I. Aha. Wie lange kann ich die Luft anhalten? Ah, ich habe eine geheime... Oh, The Ring of Shadows. Ich habe eine Geheimära gefunden. Okay. Ja, hier ist noch... Genau, von hier sind wir gekommen. Okay, also auch unten links. Bin ich jetzt eine Art Geist? Oder wie? Inwiefern kann ich das interpretieren? Das gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Extra gefunden. Oh, es lässt schon wieder... Ja, hat schon wieder aufgehört. So viel dazu. Ich habe doch immer noch den Schlüssel. Und die stöhnen da. Okay. Ah. Das ging relativ schnell. Leben. Da gehe ich nicht rein. Hier oben. Wo muss ich denn hingehen? Also hier kann ich den ja nicht einsetzen. Ein goldener Schlüssel. Der Ring hat natürlich direkt nachgelassen. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja, hier lang. Okay. Und zwar hier nach unten. Das war nicht ganz mein Plan. Die hier sind auch schon tot. Alle eliminiert. Die Gegner haben wir doch auch eliminiert. Wo muss ich denn lang gehen? Ich meine, hier habe ich ja das geheime Areal gefunden. Genau. Okay. Kann ich ja noch an einer anderen Stelle tauchen gehen? Das gefällt mir ehrlich gesagt, das mit dem Tauchen. Wow. Dieser ganze Pixelmatsch. Ich glaube, das ist eine gute Umschreibung für das Wasser. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Kann ich hier oben nochmal irgendwo weitergehen? Bin ich blind? Ich kann hier nochmal nach unten gehen. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Munition. Hier können wir nach oben. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Ich bin etwas... Ach, Moment mal. Wir könnten vielleicht... Es könnte ja eine Art Aufzug sein. Also, eventuell. Aber wenn ich diese Waffe hier einsammle, dann fährt er ja runter und dann sterbe ich. Hm. Aha. Okay.
hat ja echt funktioniert. Ja, Tatsache, wir sind der Falle entrungen. Und sie fährt einfach wieder hoch. Herrlich. Ah, geht es hier auch weiter? Ach so. Das ist sehr gefährlich. Komm schon. Okay, den haben wir. Sehr schön. Dann etwas Leben und Munition nehmen wir auch mit. Das hat mir gefallen, dass wir einfach dieser Falle entkommen konnten. Okay, den hätten wir auch erledigt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie diese ganzen Unwesen hier heißen. Aber das kann uns auch egal sein, denn wir haben sie getötet. Was brauchen wir hier? Einen Schlüssel? Den goldenen? Jawohl. Der goldene. Leben. War es das schon? Ich glaube ja. Wir haben ihn eliminiert. Okay. Hier sollte ich aufpassen. Wahrscheinlich. Okay, ich lebe. Gut, wir gehen mal auf Tauchstation. Okay. Moment, wie viele... Ah, ich nehme mal den hier. So, da können wir zumindest ein paar von denen töten. Das war vielleicht nicht ganz optimal. Okay. Ich gehe mal lieber wieder. Sehr schön, Leben. Das nehmen wir uns einmal. Und dann hier... Entlang. Moment. Sind wir von hier... Wir sind doch von hier gekommen. Ja, von hier sind wir gekommen. Okay, hier haben wir noch etwas Leben. Aber ich bin voll, danke dafür. Okay, Munition anscheinend auch. Okay, nochmal nach unten. Können wir nicht direkt hier durchfallen? Ich glaube nicht. Okay, nochmal hier rein. Schön aufpassen, Kollege. Schön aufpassen. Hier haben wir noch auch... Ja, hier haben wir auch noch welche. Die hätten wir wohl... Ach, hier entlang. Die hätten wir wohl eliminiert. Na toll. Das wird sicherlich wieder gefährlich. Ist der tot? Ich glaube ja. Können wir nicht das hier... Ich glaube, da kann ich nichts treffen. Okay. Ich hatte ja schon fast mit einem Gegner gerechnet. Also einem etwas größeren Gegner. Ja, der macht auch Probleme. Ach man. Moment mal. Ich würde gerne erstmal diese Zombies hier loswerden. Ja. Ich glaube, den treffen wir weniger. Aber die Schnellfeuerwaffe war nicht immer relativ effektiv gegen ihn. Ja, sehr schön. Aha. Ich glaube, ich war zu langsam. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, was hier war. Wir haben 150 Rüstung. Okay, ich würde jetzt gerne wissen, was hinter dieser Tür hier war. Das würde mich durchaus interessieren. Leben, wir sind voll. Achso, ja. Einmal aktivieren. Verdammt. Nein. Das ist doch nicht wahr. Oh, oh Gott. Ich dachte, wir sterben. Schon wieder. Tja, so viel dazu. Wo landen wir denn hier? Oh nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Ich häng fest. Das war knapp. Ich hab da echt festgegangen. Hier, in der Ecke. Okay, ich lebe. Ich bin stolz auf mich, dass ich schon mal so weit überlebt habe. Kommen wir hier durch? Ja, das Ende. Okay, The Necropolis. Das hat immerhin 10 Minuten gedauert. Okay, Episode 1, Mission 3. Ich weiß nicht, wie viele Missionen wir hier haben in einem Kapitel. Ich würde sagen, wir machen auch dieses Kapitel hier. Dann war es das auch mit dem Gameplay. Au. Okay. Den hätten wir eliminiert. Das hier schnapp ich mir mal. Okay. Ah, okay. Das gefällt mir, diese kleinen Extras hier. Sehr schön, die nehmen wir mit. Munition natürlich auch. Ach, das können wir mitnehmen. Biosuit.
Ich weiß natürlich nicht, welchen Effekt der hat. Wahrscheinlich können wir dann durch diese Grütze hier durch. Ich habe keine Ahnung. Komm schon, Freundchen. Okay. Ja, ich lebe noch. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Oh, hallo, Kollegen. Okay. Und der Anzug hat auch schon wieder nachgelassen, leider. Die hätten wir erledigt. Hier brauchen wir einen silbernen Schlüssel, den wir uns so gleich besorgen werden. Keine mehr? Doch. So, Munition und Leben. Nicht vergessen. Aber schön, dass wir hier so auf Tauchstation gehen können. Ich glaube, der ist nicht mehr lebendig. Die haben wir wahrscheinlich schon an der Wasseroberfläche getötet. Ich glaube, ich ertrinke. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Wie kommen wir denn zu dem hier? Ich glaube, der trifft uns auch nicht wirklich hier. Wenn ich irgendwie nach oben kommen könnte. Komm schon. Sehr schön. Den hätten wir dezimiert. Okay, die haben wir schon getötet. Hier. Von hier sind wir gekommen. Genau, hier entlang, dann hier ins Wasser. Wie komme ich denn jetzt hier an Land? Und da ist übrigens schon wieder das Zeichen des Satans. Genau, hier brauchen wir den silbernen Schlüssel. Ja, da ist der Schlüssel. Wie komme ich denn hier an Land? Hier muss es irgendwo noch einen anderen Weg geben. Von hier sind wir gekommen. Hier drüben komme ich aber auch nicht hoch. Nein. Wir können auch hier rein. Okay, ich sollte aufpassen. Ich habe nicht unendlich viel Luft. Ah ja, das sieht richtig aus. Den nehmen wir mal mit. Okay, an Land. Den haben wir schon. Hier ist noch einer. Oh nein. Ein Kettensägen-Heini. Zwei Kettensägen-Heinis. Und Ritter. Na, zum Glück bin ich geflohen. Moment, da ist noch einer. Hier ist etwas Munition. Ich bräuchte mal wieder Rüstung und Leben. Okay, den haben wir. Sehr schön, Leben. Das hier. Ah ja. Den hätten wir auch. Oh. Immer schön aufpassen vor diesen Geisterwesen. Ich flaniere mal weiter. Ah, nö. Das hat gesessen, also von ihm. Okay. Die hier? Ja. Ah, hier sind wir richtig. Okay, ich gehe mal zur Seite. Immer schön vorbei manövrieren. Naja, oder auch nicht. Sehr schön. Und den Schlüssel haben wir. Die Munition ebenso. Dann kann ich doch eigentlich einfach wieder hier runter. War das hier? Ich glaube ja. Na toll. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und öffnen. Okay, etwas Leben bekommen wir hier noch. Ich muss jetzt aufpassen. Wir haben keine Rüstung mehr und unser Leben steht auch nicht besonders gut. Na, so viel dazu. Okay. Können wir das hier noch aktivieren? Wahrscheinlich haben wir es schon aktiviert. Glaube ich. Ja. Scheint aktiviert worden zu sein. Eine Rüstung. Oh nein. Ich will da rein. Schnell. Hilfe. Okay, ich hab sie. Das ist sehr gefährlich hier zu stehen, wollte ich angemerkt haben. Aber wir leben. Die brauchen wir nicht. Noch mehr von denen hier. Okay. Oh nein. Okay. Ja. Moment, da haben wir noch einen. Der wird uns von hier aus nicht treffen. Aber wir ihn. Wo kommen denn die Gegner her? Hier ist übrigens das Quake-Zeichen. Der More to go. Noch drei.
Okay, das hätten wir abgeschlossen. Und eine Kammer öffnet sich. Oh. Da sollte ich vielleicht nicht ohne weiteres reinspringen, aber ich glaube, die dezimieren sich schon von selbst, weil sie sich hochjagen. Und? Der lebt noch. Ja. Okay. Das hier? Okay, noch eins müssen wir aktivieren. Auf der Seite anscheinend. Ja. Wie komme ich jetzt hier weg? So. Nochmal nach oben. Nehme ich an. Ah, okay. Hier hat sich auch eine Kammer geöffnet. Den nehmen wir mit und aktivieren. A Secret Cave. Okay. Moment. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich dafür hingehen muss. Keine Ahnung. Das hat wehgetan. Ja, oh nein. Oh nein, Freundchen, du lässt mich in Ruhe leben. Finden wir jetzt das, die geheime Höhle irgendwo hier oben? Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Die hätten wir auch eliminiert. Oh nein, nicht schon wieder her. Das ging schnell. Und hier schon wieder das Levelende. Okay, es gibt irgendwo noch eine geheime Höhle, eine geheime Kammer, etwas ähnliches. Wird es hier irgendwo noch geben? Also gehen wir noch einmal zurück. Die haben wir soweit hier eliminiert. Hier muss ich aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich noch abgeschossen werde. Das hat wehgetan. Moment, noch einmal nach unten bitte. Los! Die sind auch weg vom Fenster. Okay, ich weiß nicht, wo wir diese geheime Kammer finden. Hier ist auch nichts. Und von hier sind wir gekommen. Aha, aha. Oh, ich habe sogar noch jemanden. Ach, hier waren doch noch ein paar. Genau. Glaube ich. Irgendwo. Da fließt Blut. Okay. Aber, also ich weiß nicht, wo hier eine geheime Kammer sein soll. Leben. Da können wir anscheinend nichts mehr machen. Komme ich hier nochmal nach oben? Oh. Vielleicht nichts zerquetschen lassen, das wäre eine Idee. Na, Freunde. Seht euch das mal an. Das ist nur der Kopf von ihm. Also man muss sagen, die bluten echt lange. Respekt. Okay. Ich höre sie. Ich sehe sie aber nicht. Ja, hier haben wir uns einen Schlüssel geholt. Ich habe keine Ahnung, wo die geheime Kammer sein soll. Denn hier geht es ja schon wieder weiter. Ja. Und auf Tauchstation... Moment. Ah! Was habe ich mitgenommen? Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, aber irgendetwas haben wir entdeckt und wir sind hier in einem Geheimraum gelandet. Mal wieder. Okay... Noch eine. Ah, okay. Ach, das ist sogar ein verstecktes Levelende direkt. Also wenn wir hier landen, dann können wir direkt das Level beenden. 37 von 42, also 5 Gegner würde es anscheinend noch geben. Wir haben alle 3 Geheimräume gefunden oder Geheimnisse in 9 Minuten 40 Sekunden auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Und ich würde sagen, damit kann ich auch schon das Gameplay von Quake beenden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Ganze habe ich hier blind gespielt. Mir gefällt es, wie das Wasser sich unter mir bewegt. Ich habe leider, oder haben wir jetzt auch den Geheimen, oder habe ich einen dieser Geheimräume erst freigeschaltet? Das kann auch sein, denn wir haben hier einen Geheimraum anscheinend freigeschaltet, mit diesen ganzen Knöpfen. Es kann sein, dass ich den natürlich erst freigeschaltet habe und deswegen, weil wir ja anscheinend alle 3 gefunden haben. 3 von 3 Secrets haben wir gefunden, also nehme ich mal an, dass wir alle entdeckt haben. Also bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir haben jetzt die erste Episode bis Mission 4 gespielt. Ich glaube, es dürfte jetzt hier noch 3 weitere Episoden geben, also insgesamt 4 Episoden mit
mehreren Leveln. Und wie gesagt, das Ganze ist ja ein wahrer Klassiker, der eben 1996 veröffentlicht worden ist. Ja, und ich würde sagen, dann hört ihr mich hoffentlich wieder in einem anderen Gameplay oder Let's Play oder sonstigem. Also vielen Dank fürs Zusehen und da noch ein herzliches Tschüssi.